Herzlich willkommen, lieber Harry Weinfurt. Dankeschön. Ja, danke dir. Bis dann. Ja, dann gehe ich mal kurz vor. Ne? Und herzlich willkommen zur 20. Folge zum 5 Jahre Das Maß ist voll mit Melvin Schulz-Menningmann. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll. Ich glaube, heute alt. Habt ihr denn auch Getränkekarten? Zum nee, Wohl. Heute nicht. Aber gut, die Leute, der Schuss. Ja, okay. Also, so, jetzt genug gelabert. Hip-Hop, Rinne in den Kopf. Scheiße. Nach 5 Jahren, da muss man ja... Weißt du, was das an Selbstkontrolle gekostet hat, das nicht zu essen? Emma, das ist... Ja, nee, pass auf. Ich sag mal 60 oder so. Weil du bist ja immer so zivil angezogen beim Mars, ne? Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, das müssen wir ändern. Und ich habe dir eine. Nee. Eine Geburtstagsjacke mitgebracht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes, das Maß ist voll. Happy Birthday to you. Da! Und hier ist der Dave Kaufmann. Ganz liebe Grüße an das Publikum von Das Maß ist voll und liebe Grüße an den Roland Donner. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schade, dass ich nicht hier sein kann. Ich bin gerade hier am schönen Tegernsee unterwegs. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und schon mal frohe Weihnachten. Ciao, euer Dave. Euer Dave. Also, Dave Kaufmann. Die Dark ist nicht heute hier. Das war der Werbevlog, ja. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe bedanken, die dieses Format jetzt seit Anfang der Zeit schon unterstützen und auch nächstes Jahr ihre Unterstützung auch weiterhin zugesagt haben. So, und natürlich ein ganz großes Danke geht an die Stadt Dienstlaken und da möchte ich namentlich ganz besonders natürlich unseren Bürgermeister, Herrn Dr. Heidinger, nennen. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael, dass du von der ersten Stunde, als ich dich um 23.20 Uhr mit einer E-Mail belästigt habe, vor 5,5 Jahren, dass du da gesagt hast, hört sich gut an, mach einen Termin mit Herrn Pieperow. Und auch ein ganz großes Dank, weil das läuft über die Stadtverwaltung und den Fachdienst Kultur. Heute anwesend Thomas Termat, der Leiter von Kultur, mit dem Hutmacher-Team, Stefan Hutmacher, auch beiden nochmal der NISBA als auch der Stadtverwaltung ein herzliches Dankeschön. Danke, dass es nächstes Jahr weitergeht. Möchte ich natürlich noch mal Porneu vorstellen. Und ja, ich darf euch hier vor die Bühne bitten oder auch meinetwegen so halb auf die Bühne. Hier sind sie, Porneu, sie beginnen hier die 20. Folge. Ihr fangt einfach mal an. Ja, wir sind ja die mit den vielen Instrumenten. Haben wir dann heute auch mal so gemacht. Also ich glaube, das war die erste Boygroup vor 450 Jahren. Ponneuf, wir werden sie gleich mehrfach nochmal hören im Laufe des Abends. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Mit
Harry Weinfurt hier live auf der Bühne in Dienstlake. Lieber Harry, nimm Platz. Danke. Ja. Ich stand da hinten. Ich stand da hinten und ich habe gesagt, hoffentlich nimmt keiner diesen Schnaps. Ist das eingefangen? Harry, du ahnst, also ich habe dich vorher gewarnt. Boah. Boah. Jetzt ist der Schnaps fort. So. Harry, ich habe dich gewarnt, das ist ein... Der ist wirklich furchtbar. Ganz furchtbar. Also, damit und der Wirt wundert sich, dass die Gäste nicht mehr kommen. Man sollte diesen Destillator da verklagen. Ja, ja, ja. Also ich trinke auf all ihr Wohl und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Ja. Also Prost. Ich fäng schon ganz gemütlich an. Auch vorhin, bevor ich hier reingekommen bin, war ich nervös. Wirklich? Ja, klar. Ist immer noch vor jedem Auftritt? Jeden Auftritt. Ist das so? Ja. Haben wir nicht gemerkt, oder? Ich habe... Ich habe schnellstens den Schnaps geholt. Harry, schön, dass du bei uns bist. Waren vier Geschwister, oder drei? Ja, wir sind zu viert. Ich bin der Älteste. Ich bin der Älteste. Und wahrscheinlich, weil ich auch die Ursache für seine Ehe war. Und naja, du weißt ja, das ist... Was für Tor. Das kriegt man hier in Dienstlaken mit. Das steht nicht in der Bildzeitung. Nein. Bleibt auch unter uns. Bleibt ja es hier bleibt unter uns. Das gab's Gehilfe im Wirtschafts- und steuerberatenden Beruf. So heißt mein Job. Ja. Steuerfachgehilfe heißt das heute, okay. Weil man kann ja die heutige Jugend ja nicht mehr so viele Buchstaben zumuten. Aber. Mein lieber Thomas. Jetzt, ich hab, jetzt habe ich Ton. Jetzt hast du Ton, ganz genau. Jetzt eine Frage, warum Pont-Neuf? Ich meine, ich kann es mir denken, aber... Ja, eigentlich sind wir also eine Chansongruppe, die den Zweck hatte, schöne französische Chansons, wie Stefan sie singt, mit so ein bisschen Mandolinenbegleitung, ein paar kleine italienische Canzoni und so zu sein. Was du ja auch noch machst, du bist ja Leiter vom Shantichor. Jo, auch das. Richtig, ja. Ich arbeite noch mit Behinderten in der Lebenshilfe, mit Chorarbeit und was denn so kommt. Im Moment haben wir ein wunderschönes neues Projekt, Dienstlakener Kinderkonzerte, klassische Musik für Kinder. Aufhorchen, ja. Wo ist das und wann findet das, das statt? Das viermal im Jahr, der nächste Termin ist aber erst Ende März wieder. War jetzt letzten Samstag. Okay. Holland ist die geilste Stadt der Welt, ja? 257er, sagt euch nichts. Das ist ein Rapperband. Doch? Ah, doch, ja, doch, einige, kennt ihr ja, sie? Ja, einige, ja. Also auf jeden Fall Anfrage 257er. Harry, wir haben einen Song, der heißt Holland ist die geilste Stadt der Welt. Wir machen jetzt ein Video darüber. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich daran beteiligst. Ja, und dann waren die mit dem Kamerateam bei mir zu Hause. Ich habe mein Wohnmobil hingestellt, habe mich vor mein Wohnmobil auf den Stuhl gesetzt, Hund im Arm und ich singe dann einfach. Dann stelle ich mir eine andere Stelle. Dann stellst du bitte da hin. Da haben wir schön viel Land. Da machen wir ein paar Windmühle hinterher. Ich stelle mich wieder hin mit zwei Händen. Und ich werde auf der Straße angesprochen. Ey, Herr Weinfurt, ey du, dein Song ist klasse. Und dann wollte ich noch fragen, weil ich spreche kein Holländisch. Ich wollte fragen, was bedeutet... Lecker neuken op de wallen zonder te betalen. Das heißt, lecker poppen im Rotlichtbezirk von ohne, Amsterdam, de Walletjes. Ja, ohne zu bezahlen, ohne oder? Niet betalen. Kulturhauptstadt Dienstlaken. Okay, wir haben keine unter 18-Jährigen. Ich hau rein, Melvin. Ich glaube, dieser komische Schnaps lässt mich Dinge sagen. Das habt ihr mit Absicht gemacht. Okay. Melvin,
deine Aufmerksamkeit. Er hat sich im Sommer in Holland mal mit dem Roller auf der Bahn voll auf Knolle, ein paar Dollar und einem Bollerwagen waren. War das voller als sonst, weil ich schon mal Holland fahre. Sonntags, wenn ich fahre mit meiner Onna auf dem Arm. Ich muss aber mal was sagen, für ein Königreich ist Holland wirklich keine große Stadt. So nah am Wasser kommt eine Welle, sind die meisten erstmal nass. Solange Haar zu dem Land, ich kaufe mir eine Dose und bezahle keinen Pfand. Holland ist voll geil, hier gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Lecker. Du hast den Cola von Macca's auf deine Hose gekleckert. Trink lieber Schokomel Shepard, auch zu dem Dope einfach besser. Yuppie-Sauce finde ich lecker. Allgemein, was hier geht, jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Achtung! Lecker Strand und lecker Mais, lecker Waldkante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high, high. Lecker Neukel auf die Wahlen, sondern zu bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Melvin Schulz, genannt Manningmann, der Rap-Hasser. Also eine wahnsinnig geile Performance, möchte ich mal sagen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ne? Für einen Niederländer schon mal ein Erfolg. Ich fand das ja, muss man einfach so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber bitte schaut da noch mal gerne rein. Ihr werdet da noch immer sehr gut informiert über Facebook, das Maß ist voll. Und da hat Harry, also du hast es jetzt getoppt, es hat noch keiner drei Trailer im Vorfeld gedreht und hat dann gesagt... Ich bin so geil drauf, ja. Vor der Kamera. Und dann hat er... Das Auto kostet 23.456 Mark. Was sagt ihr das? Das war noch voll im Euro, oder was meinst du? Kannst du mal durchatmen? Ja, und der Melvin und ich würden jetzt noch mal die letzten Strophen anstimmen, richtig? Also wenn du möchtest. Ja, ich möchte. Wenn du ein schönes Vorspiel mit mir machst. Oh, hast du was Falsches gesagt? Je t'aime. Mon amour. Danke, so beschreibst du gerade den Kopf. Vom Fußball haben die Holländer keine Ahnung, außer wir spielen neuerdings gegen die Deutschen. Da gewinnen wir alles. Jede Fernseh-Talkshow hat man genau 4 Minuten und hier reichen keine 1,5 Stunden. Also, das ist ja furchtbar. Unglaublich. Und darum, ich hätte so schön und so gerne noch mit, wenn man googelt einfach. Hättest du noch gern was gewusst? Ja. Ich will hier nicht weg. Schön ist das. Schlank werden und bleiben. Ja, das ist schwer. Ne? Macht nur dann richtig Spaß, wenn man sehr gut dafür bezahlt wird. Also diese gut. Stimme, ja, das ist Wahnsinn, ne? Der Preis ist heiß, haben wir darüber gesprochen. Hast du noch was? Ja, Schade, ich muss aufhören. Ich werde gezwungen, hier aufzuhören. Und jetzt steht natürlich auch noch herzlich gerne der Harry für Fotos, Porneuf für Fotos. Wir schieben jetzt kurz die Tische weg. Ja, und dann bleibst du noch ein bisschen bei uns, denke ich, Harry? Ja, ich bleib noch ein bisschen. Ja, das freut uns. Also. Holland ist voll geil, hier gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Lecker. Du hast den Cola von Macca's auf deine Hose gekleckert. Trink lieber Schokomel Shepard, auch zu dem Dope einfach besser. Yuppie-Sauce finde ich lecker. Allgemein, was hier geht, jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Achtung! Lecker Strand und lecker Mais, lecker Waldkante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high, high. Lecker Neukel auf die Wahlen, sondern zu bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Holland ist die geilste Stadt der Welt.